So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Letzte Aufnahme ist auch schon ein bisschen her. Huch, das wollte ich nicht öffnen. Hilfe, dreht das hier wieder zu? Hallo, geh zu. Nein, ich will dich. Geh weg jetzt. Nein, ich will dich nicht offen haben. So, jetzt. Okay. Und wie. Wir waren ja da. Spielen wir das jetzt weiter oder machen wir was? Ich kann halt nicht. Oh, ich habe keinen Ton. Habt ihr Ton? Ja, ihr habt Ton. Wieso habe ich keinen Ton? Ist hier das Kabel wieder? Oh no. Das Kabel wieder komische Dinge. Habe ich jetzt Ton? Oder ist der ist der Fernsehton aus? Moment. Hallo? Nee, eigentlich auch nicht. Habe ich irgendwas hier rausgerupft? Hilfe! Ah. Oh, ich hasse dieses Kabel, ne? Jetzt habe ich Ton. Okay. Sorry für die kleine Unterbrechung. So. Oh Gott, wie ging das denn? So nicht. Ach Gott, ey, will ich das jetzt echt weiterspielen? Ach Mist. Ach Mist. Nee, das habe ich da unten erst, ne? An dem bin ich erst vorbeigerutscht, oder? An dem bin ich ganz normal vorbei. Ja. So langsam kommt die Erinnerung, wie ich das gespielt habe. An dem bin ich erst vorbeigerutscht und dann habe ich da unten den Dreh-Dreh-Dings gemacht. Auf dem da nämlich. Genau. Und dann ist der nochmal rüber und dann bin ich einfach runter. Richtig. So, und dann ist. Ach. Ja, dann kommt der Spar. Oh no. Und da unten ist ja dann schon Schluss gewesen für uns. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt lange weiterspiele. Nee. Ich wollte eigentlich gucken, was Neues da ist. Jetzt kann ich das aber gar nicht gucken. Weil wenn ich hier rausgehe, ist natürlich der Checkpoint weg. Ach, so ein Käse. Mach ich denn jetzt? Wirst du wohl rübergehen da? Wow. Langsam, Kollege. So. Oh mein Gott, war das dumm. Aber ich würde schon gern nochmal bis da unten probieren und dann gucken, ob es vielleicht schnell weitergeht oder nee. Ich habe keine Ahnung. Ich würde halt gern schon ein bisschen mehr von dem Level noch sehen, als das, was wir bisher gesehen haben. Muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Na, oh, dass ich das nicht hinkriege. Ha. Dass ich diese Sprünge da nicht hinkriege, das ist so. Genau so ist das. Genau so. Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Will das jetzt eigentlich echt nicht spielen. Oh, nee, das nervt mich, die Stelle nervt mich dermaßen. Sorry, Chosen, aber nee. Nee. Nein. Nein. Tut mir leid. Kein Nerv dafür. Keinen Nerv dafür. Und das ist wahrscheinlich noch schwieriger, ja? 5 von 10. Ah, dann kann man das ja ausprobieren. Das ist ja vielleicht sogar noch möglich. Na, guck mal mal. Dann ist es ja vielleicht sogar noch möglich. Aber wenn die. Also, ne, 7 von 10 waren die Mancher. Und das jetzt hier. Ja, moin. Und irgendwie 8 von 10 oder so waren die Swamps. Wenn das jetzt wieder 5 von 10 ist, müsste das ja vielleicht in einem Bereich sein, den wir lösen können.
Das wäre zumindest wünschenswert. Oh no. Oh, ich kann da ja einfach stehen bleiben. Da passiert ja eigentlich nichts. Ich kann da ja einfach stehen bleiben. Na, ich kann ja hier chillen. So. Hat es jetzt hier verlangt? Soll ich die nehmen? Ach, die ist auf so einer Brücke. Jetzt muss ich den. Ah. Okay, der trifft ja ganz normal. Das ist ja. Der prallt ja an dem Ring nicht ab, die Shell. Alles klar. Da prallt ja nur ich ab an dem Ring. So. Dann geht das soweit doch alles in Ordnung. Nein! Okay. Aber das geht in Ordnung. Das kriege ich schon mal hin. Das kriege ich schon mal hin. So. So nicht. Aber vielleicht schließen wir dann zumindest noch ein Chosen-Level ab. Das wäre doch schon mal. Das wäre ja schon mal ein Teilerfolg. Wenn ich die anderen nicht schaffe, dann ist das für mich. Also, die hatte er ja selber als relativ schwierig klassifiziert und dann ist das für mich einfach nicht machbar. Nicht in akzeptabler Zeit, sagen wir es so. Nicht in akzeptabler Zeit. Tschüss. War nett mit dir. Nicht in akzeptabler Zeit ist das machbar. Hab ja auch noch ein Leben. Ach ja, tschüss Leben. Ach so, solange wir keinen Checkpoint haben, kann ich eigentlich wieder Start und Neustart machen, ne? Das geht ja schneller. Bruder! So, jetzt treffen wir den hier. Es ist halt ein Versuch. Wenn man den nicht trifft, ist es halt vorbei. Oh, ist wie hier auch. Und wie hier. Es ist bei allen gleich. Es ist immer ein Versuch hier. Cool. Super. Ja, das war's, ne? Kommt da hier irgendwas? Komme ich hier irgendwie wieder? Nee, keine Chance. Keine Chance, so. So. Und jetzt treffen wir den diesmal. Das gibt's doch. So treffe ich den denn nicht? Ich würde gern wieder bis zur Shell kommen. Da waren wir ja schon. Das wäre. Wow, das war knapp. Fast hätte ich sie wieder weggeworfen. Das wäre nicht so cool gewesen. Nice. So. Gib mir das. Nein! Er hat nicht versucht. Er hat's nicht getroffen. Ich muss es also doch schon ein bisschen an dem Kästchen orientieren. Na gut. Ich dachte, weil der Bereich so groß ist, werde ich schon treffen. Aber Antwort war nein. So. Gib mir das. So. Jetzt ist alles neu. Da landet ein Pau. Und das ist gleich ein Kästchen dahinter. Wow, 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 what? Ach so, verstanden. Oh mein Gott! Okay. Okay. Man spürt auf jeden Fall in jedem Level von Chosen, spürt man Chosen. Es ist unglaublich, dass er, ne, dieser Stil, den er hat. Den hat er auch schon in SMW. So dieses. Diesen Hass, den man da beim Spielen entwickelt. Oh, er weiß einfach, wie man Spieler ärgert. Er weiß einfach, wie man Spieler ärgert. So, und jetzt auch in Mario Maker. Herzlichen Glückwunsch. Nein! Herzlichen Glückwunsch. Wenn so ein Sprung vorm Ziel kommt und ich den dann verhaue, dann ist
Problem. Dann ist Problem. Blöd kann man sein, ne? So richtig blöd. Hoppa. So. Hoppa. So. Und hops. Okay, wir sind wieder hier. Hier sind wir noch nicht. Doch, hier sind wir schon mal weitergekommen. Wir waren ja schon bei den Shootern. So, jetzt sind wir auch wieder bei den Shootern. Ich bin... Warum bin ich denn so unfähig? Ich muss doch nur ein bisschen aushalten. Aber es sind 5 Stück. Das wird nicht angenehm. Das wird nicht... Das wird nicht angenehm. Das wird einfach nicht angenehm. Okay. Nein! Es geht nicht. Wenn man es einmal verpasst, es geht nicht zurück. Ich brauch's gar nicht versuchen. Wenn ich den verpasse, ist verpasst. Dann ist vorbei. Da ist keine Wiedergutmachung. Gnadenloses Level-Design. Gnadenloses Level-Design. So ist er der Chosen. So. So. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Nee, du gehst da oben nicht hin. So, ist ja egal, wohin ich den werfe. Der löst ja auf jeden Fall auch die Mancha aus. Oh boy. Einer noch. Oh boy, hier fällt mir alles gerade um die Ohren. Und wir haben's. Wait. Nein. Nein! Ich darf den halt jetzt, ich muss den halt jetzt da hinlegen und darf nicht sterben. Also der Pau darf nicht. Ich darf den Pau nicht werfen, ich muss den dann da hinlegen. Ach nö, Mann. So, kurzer Test. Nach unten drücken ist legen. Ja, okay. Ah, wir hätten es gerade gehabt. Aber ich wollte es noch nicht haben. Ich wollte es einfach noch nicht haben. Oh, das ist voll gut. Ich kann die direkt vom... Das ist ja super. Hier ist Speedrun Tactics. Eine noch. Okay, und tschüss. Nein! Ich hab doch nach unten gedrückt. Habe ich anscheinend nicht. Aber wir kriegen das hin. Mit dem Trick, den wir gerade rausgefunden haben, macht es die Sache schon mal viel, viel angenehmer. Ah, das ist ja okay. Das war wieder da. Das war jetzt wieder doof. Aber wir kommen jetzt relativ schnell nach hinten. Ist ja auch schon mal was. Na, so nicht. So nicht. Hopsi. Upsi. Jason, kannst du nicht einfach mehr so von dem Schiff bauen? Von der Schwierigkeit her und weniger so? Wobei das ja echt noch okay ist. Das ist ja echt noch im Rahmen. Also bisher ist ja eigentlich nichts, wo man sagen muss, das ist total unfair oder so. Ich bin ja einfach nur blöd. Das ist halt leider das Problem. Wenn man halt so unfähig ist. Ach so, ich bin ja auch blöd. Ich kann ja, selbst wenn ich den da drüben verhaue, ne? Ich kann mir den anderen holen. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Geht das trotzdem durch? Oh, yes, es geht durch. Checkpoint. Yes. Okay. Ah, verstanden. Die kommen auch nicht wieder, ne? Okay, cool. Aber wir sind einen Schritt weiter. Und jetzt kommt was Interessantes. Das finde ich jetzt bin ich gespannt. Eigentlich soll man den anscheinend werfen, aber ich kann ja einfach von unten dagegen springen, haben wir gerade gesehen.
Ich sollte den vielleicht nicht da. Ach so. Okay. Den sollte ich vielleicht nicht. Okay. Hier funktioniert das noch? Weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Den nehme ich jetzt einfach mal mit. Wirf den da hin. Okay, ja, soweit könnte es funktionieren. Ich glaube, der eine Swamp, das soll sterben, aber an dem kann man halt einfach so vorbei. Von daher egal. Dann kann ich den sogar gratis mitnehmen eigentlich. So, was kommt jetzt? Den nehme ich mit. Das ist meiner. Das ist meiner. Der gehört mir. Wow, das war eine kurze Stelle für den Checkpoint. Okay. Jetzt haben wir immer noch einen übrig. Aber brauchen den dann am Ende gar nicht. Ich muss da hoch. Okay. Okay, aber die zweite Stelle jetzt war super. Also der zweite Checkpoint war ja super einfach. Verglichen mit dem ersten Checkpoint. Tschüss. Und jetzt bin ich halt einfach doof. Jetzt bin ich halt gerade einfach doof. Oh, können wir einfach so einen Pau in das Mancha-Level mit reinnehmen? Das wär's doch. Wäre ich voll Fan von. Ui, den darf ich noch nicht einsetzen. Ach so. Ach so! Ich reduziere das Ding dann. Ja, ich sollte den direkt, wenn ich werfe, mit rübergehen. Das war super klug jetzt. Tschüss. Das war nix. Oh ja, ich sollte da oben, wenn ich den werfe, direkt rüberziehen. Sonst funktioniert das nicht. So. Na, dann mache ich hier zack. Und dann mache ich hier zack. Und jetzt habe ich. Ach so, der gut, der muss einfach rüberfahren. Ich stelle den mal um, einfach weil ich es kann. Und hoffe, dass ich mir damit irgendwas vereinfache. Oh, ich hätte die mitnehmen. Oh mein Gott. Ah, ich muss die mitnehmen. Ich muss das dann so machen, dass es gerade ist. Ah, das ist auch mal eine interessante Idee. Okay. Plop. Plop. So. Das heißt, du bleibst schön mittig. Und dann machen wir einmal hier den. Und dann machen wir einmal hier den. Oh, ich bin halt blöd. Den. Ah, ich verstehe, wie es geht. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Geht eigentlich alles klar. So. Ups. Soweit ist das alles in bester Ordnung. Komm nicht hoch. So, gleich rüber. Gleich rüppen. Eigentlich muss ich mich nicht so abhetzen, ne? Eigentlich muss ich nicht. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Pass auf. Jetzt kommt die großartige Idee hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich nehme erst den anderen. Ich nehme erst den linken. Und dann habe ich den hier nämlich gleich dabei und kann direkt hier durch. Ja, sehr schön. Das hat sogar funktioniert. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich würde sagen, ich soll die behalten, anscheinend. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nicht zu wissen, was kommt, ist immer so kritisch. Hä? Oh, ich muss einen Turm bauen. Oder was? Hätte ich mit denen jetzt einen Turm bauen müssen? Bin ich jetzt tot, weil das jetzt rollt. Ja, da sieht man es. Ich muss einen Turm.
Ah, der fährt aber, der kommt aber. Ach so, ich komme, aber ich nicht. Ja, scheiße. Ich hätte mich oben hin. Ich hätte mich oben hinstellen können. Oben wäre es gegangen. Okay, also wir sollen den Turm bauen. Alles klar. Das habe ich erst gesehen, als ich als es zu spät war. Hätte man aber durchaus verstehen können, wenn man ein bisschen schlauer ist. So, jetzt probieren wir wieder den Trick hier. Ja, das klappt echt ganz gut so. Frage. Geht das jetzt überhaupt noch? Kann ich den irgendwie wieder spawnen? Nee, die Nummer ist durch, ne? Cool. Cool. Adobe Acrobat Reader wurde erfolgreich aktuell. Ist mir doch egal. Interessiert mich jetzt doch überhaupt nicht. So, hat das jetzt irgendwas hier zum Denken gebracht? Ich hoffe nicht. Hops, hops, zack. So, also, ich darf mit dem Ding nicht mehr zurückfahren, sonst funktioniert das nicht. Okay, jetzt funktioniert das schon besser. Zack. Okay, jetzt... Was mache ich denn? Ist das mein Ernst? Kann doch nicht mein Ernst sein. Es waren jetzt zwei wirklich dumme Fehler. Und das war der dritte. Gerne mehr davon. Nein, bitte nicht. So. Man kann auch nicht so blöd sein und hier den Sprung verhauen. Das geht doch eigentlich schon gar nicht. So, also jetzt muss ich hier irgendwie die vernünftig bauen. Aber ich darf den jetzt nicht, ich muss jetzt halt aufpassen, dass ich den nicht immer unten wegnehme. Nein! Oh. So, genau. Schneller. Ja, okay, er ist fertig. Der kommt ja gleich wieder. Fahren wir halt einmal runter. Einmal runterfahren ist ja zeitlich anscheinend drin. Halt. Ah, jetzt bleiben die da hängen. Okay, ist in Ordnung. Ich bleibe jetzt hier. Jetzt müsste das Ding ja gleich wiederkommen, wenn alles läuft, wie ich mir das vorstelle. Und wenn der da nicht runterfällt. Dann müsste der jetzt eigentlich gleich wieder hier antanzen. Yes! Nice! Optimal. Sehr gut. Und dann haben wir den Turm dabei. Jawollo. Perfekt. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Zumindest bis zur Röhre nach oben. Nein! Wiss! Ach komm! Fahren wir halt nochmal runter. Ist auch in Ordnung. Ich hab Zeit. Scheiße. Ich hätte es in der Mitte bauen sollen, ne? Mist. Wenn ich jetzt den unteren nehme... Ne, wenn ich den unteren nehme, geht alles kaputt. Ich kann den nicht mit vier so verschieben, ne? Ich muss... Ah, ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich den da links jetzt hingesetzt habe. Weil ich kann halt nicht so schnell da hoch. Ja, es ist vielleicht ein bisschen suboptimal, den auf der Seite gebaut zu haben. Okay, okay. Timing. Hopp! Oh, das ist aber echt knapp. Ey, das ist aber echt knapp. Ach, du geht. Ach nee, kein Checkpoint dazu. Ach nein. Ach nein, das werde ich doch versauen.
Ach, Chosen, ich hasse dich. Ich habe halt nicht mal den Tod an der Säge gefunden, sondern ich bin einfach mit dem Kopf gegen die Röhre. Er hätte jetzt nicht mal die Säge hinbauen müssen. Ich wäre auch so gestorben bei dem Sprung. Oh Mann. Ja. Auch gut. Das gibt's doch nicht, ey. Ah, das ist wieder so ein typisches Chosen-Ende, ne? Will gar nicht wissen, wie die Enden in dem Level aussehen, in dem anderen. Dem Swamp und in dem Mancha-Level. Will ich überhaupt nicht wissen. Werde ich auch nie erfahren. Das ist der große Unterschied. So. Vielleicht bauen wir diesmal wirklich mittig. Wir haben ja die Zeit. Dann habe ich dann nicht so den Mega-Stress. Ach nee, komm, wir bauen hier. Ist mir egal. Hat ja funktioniert. So, jetzt einmal hier und einmal hoch. Und jetzt weiß ich ja genau, jetzt habe ich das Timing ja drin. Hops. Ja, jetzt geht das ja klar. Okay. Ah, das ist halt... Oh Mann. Yes! Okay. Alles klar. Wir haben ein Chosen Level abgeschlossen, aber ein... War nicht gerade eben noch das ungelöst? Ach nee, das war die Anzeige vom letzten Mal. Ich habe nicht aktualisiert, dann hätte man das wahrscheinlich gesehen, dass es schon gelöst ist. Okay. Wäre ein Rekord, den man schlagen könnte, aber... So, wann hat der Jupp-Dings da den geholt? Kann man das sehen, wann das war? Wann der das gespielt hat? Nein, kann man leider nicht. Okay. Aber es sind tatsächlich die zwei einzigen, die das bisher abgeschlossen haben. Kann ich das sehen, wann er das gemacht hat? Nein. Kann ich nicht. Okay. Gut, wir aktualisieren einmal. Ne, nicht hier. Ach so, ich war jetzt gar nicht. Hier muss ich ja rein. So, da hat sich jetzt einiges wieder getan. Was hat sich denn alles getan? Ganz viel Alina. Ein neues Chosen Level. Schwierigkeit 6 von 10. Noch ein Chosen Level. 4 von 10, okay. Und das war's. Also zwei Chosen Level und zwei Alina Level. Nachdem Chosen gerade dran war, ist Alina erstmal im nächsten Part dran. Dann gucken wir uns die beiden Alina Level hier an. Mockingbird und Friendly Neighborhood Cooper. Mal gucken, ob der wirklich so friendly ist. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.